you can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take... What the fuck? Los geht's. Hast du gehört? Links irgendwo. Irgendwo links. Ganz nah. Okay, fahr zurück. Mayday. Mayday. Haben wir so verstanden, Alpha begibt sich auf schnellstem Weg zu euch. Wie sieht die Lage gerade aus? Kommen? Ja, vermutlich ein Schiff wird, Richtung unbekannt. Blaulicht, Knallgas. Gegenüber von der Müllhalde auf dem Berg ist der Wolfgang. Auf welchem Berg kommen? Andere Seite der Hauptstraße. Okay, verstanden. Ende. Müller, kommst du wieder? Wir anhalten, switch darüber. Okay, hast du mitgehört? Der ist rechts auf dem Berg, ja, da ja. Gleich. Fahr mal rechts hoch. Fahr ich jetzt. Helfen Sie bitte meinen Freunden da unten. Hände hoch, kannst sofort. Ja, ich nehme die Waffe runter, alles gut. Mikrofon activated. Hände hoch, sofort Hände hoch. Ja, natürlich, einen Moment. Warten Sie, ist gerade schlecht, ich krieg das gerade nicht hin. Okay. So, Sie sind vorläufig fest. Sie sind erstmal vorläufig festgenommen. Ich finde das jetzt nicht so nett, aber könnten Sie mir kurz zuhören? Meine Freunde haben doch gerade ein dickes Problem, die wurden überfallen und ich habe versucht, ihnen zu helfen. Wieso schießen sie dann auf unsere Kollegen? Ich habe nicht auf ihre Kollegen geschossen, sondern auf die Typen, die meine Freunde überfallen wollen. Da müssen sie sich dann geirrt haben. Was denn hier? Wir gucken mal. Sehr gut, dann. Ich sehe hier auch keinen. Der einzige hier auf dem Berg. Überprüfen. War auch nichts, ne? Ah doch, die haben einen festgenommen. Na gut. Vielleicht geben das ja einen festgenommen. Alpha 1, hier Alpha kommen. Alpha 1 hört. Sie haben gerade einen Herrn festgenommen, kommen. Positiv. Würden ihn jetzt abtransportieren können. Fragen Sie bitte nochmal vorher den Herrn, der da gerade überfallen wurde, ob er einen Kollegen hier auf dem Berg hatte kommen. Ja, so verstanden. Ich würde vorerst nachgefragt kommen. Ja, danke, Alpha Ende. Ja, aber die ist illegal. Das ist wirklich illegal? Ja. Oh, das wusste ich aber nicht. So, wir haben jetzt gerade mal über Funk abgeklärt, dass unsere Kollegen da unten das Opfer befragen, ob er sie hier kenne. Wenn ja, dann werden wir sie trotzdem erstmal aufgrund der Tatsache, dass sie hier eine... Wow, wo kommt der denn? Eine illegale Waffe dabei haben, erstmal mitnehmen. Oh Mann, das ist vererbt in meiner Familie. Das können Sie doch nicht machen, Officer. Alpha, ja, Alpha 1 kommen. Alpha hört kommen. Ich bezahle Ihnen auch jedes Bußgeld, das Sie möchten, aber das auf Ihrem Berg Opa ist benutzt, gerade ein Fahrzeug runtergefahren, kommen. Ja, das haben wir gesehen, aber mit magischen Händen konnten wir es nicht stoppen, kommen. Also verstanden, werden denn jetzt den Überfall von Sie abtransportieren? Hat die Abfrage was ergeben, kommen? Ah, die Personen wissen angeblich von nichts. Okay, verstanden. Dann war das wohl der Herr, der sie wahrscheinlich angeschossen hat. Alpha Ende. So, der Herr, für Sie sieht's eher schlecht aus. Das Opfer kennt sie nicht, deswegen werden wir sie jetzt mit auf die... Ich glaube, da haben Sie den Falschen gefragt. Fragen Sie mal den Herrn, ich glaube, Intelt. Hentel, genau, Hentel. Sie müssen doch wissen, wie Ihr Kollege heißt, oder nicht? Das ist mein Kollege, Officer. Was machen wir jetzt mit dem, was meinst du? Hat eine illegale Waffe.
mitteilen. Ja, komm, wir behandeln hier, wir behandeln hier. Frag ihn mal nach dem Ausweis und alles, mach das mal. Wo haben Sie einen Ausweis noch für mich? Ich hab jetzt keinen Bock. Von hier aus Tasche. Overall dort. Ja. Ah, hey! Der, gehen Sie bitte runter. Ach, Hubel. Hallo, der. Guten Tag. Gehen Sie bitte runter, das ja? Das ist mein Kollege. Nein. Ja, Herr Polizist, ich bin der Kollege von dem Herrn, der. Der ist zu meinem Schutz hier oben auf dem Berg platziert, falls ich unten überfallen werde, was ja auch eben der Fall war. Bitte, Sie müssen mich nicht tasern. Nee, nur Sicherheit. Darf ich Ihnen das kurz erklären? Auf jeden Fall, der ist halt zu meiner eigenen Sicherheit hier oben. Und ich wurde halt, also da unten war ja irgendwie so ein Verrückter mit einer Waffe, der gesagt hat, dass es ein Überfall wäre. Mein Kollege hat halt versucht, den Typen da hinten niederzustrecken, also es waren zwei. Aber der andere ist halt mit der Waffe weggelaufen und dann sind die halt hier vorbeigefahren und wissen Sie? Ja, aber es ändert nichts daran, dass der Herr eine illegale Waffe dabei hat, ja. Achso, ja, nur dass da keine Missverständnis ist, dass er irgendwie auf Zivilisten oder so geschossen hätte, sondern er hat halt versucht, mich zu beschützen. Nee, wir haben ja keine Beweise dafür, dass er es wirklich war. Es war ja nur Vermutung, deswegen können wir ihn dafür auch nicht belangen. Ja, klar. Und da habe ich sein Geld aufgehoben. Kann er auch so beweisen. Sie können da auch den Herrn Sand mal fragen. Ich weiß nicht, wo Sie den haben. Herr Sand? Der kann ihn bestätigen. Immer mehr Leute. Ja, ich will jetzt hier keine Beweise haben. Sie werden dafür das normale Bußgeld bezahlen. 15.000 beträgt, ja. Die Waffen müssen wir Ihnen leider mit wegnehmen, ja. Die werden wir aufbewahren. Ich stecke Ihnen den Ausweis mal wieder in die Hosentasche. So. Ja, dann werde ich sie jetzt einmal von uns wegdrehen, ja? Und dann okay. Werde ich sie entfesseln. Dann werden sie ihre Waffe auf den Boden legen. Och nein, das können sie doch nicht machen, das ist doch ein Erbstück. Och, das kann ich machen. Ja, der Herr, aber warum rennen sie hier mit rum und schießen auf Leute? Nee, der Herr, das ist eine illegale Waffe, sie laufen damit rum, sie schießen auf Leute. Der hat doch Plündern drauf, ne? Sie benutzen die illegale Waffe. Okay. Ich wollte meine Freunde retten, Officer. Ja, auch wenn es ein Erbstück ist, ja, trotzdem. Sie haben damit Leute verletzt, oder wollten Leute verletzen. Es ging um das Wohl meiner Freunde. Ja, trotzdem, der Herr. Auch wenn es um das Wohl von uns geht, trotzdem eine illegale Waffe. Oh Mann, ey. Officer, stellen Sie mir Bußgeld aus, wie viel Sie möchten, ich zahle es Ihnen. Nee, der Herr, tut mir leid. Geht leider nicht. So, darf ich dann wenigstens das schöne Visier behalten? Ja, das gucken Sie mal, das ist handgeschliffen. Dafür behalten, oder? Ja. Sie dürfen sie behalten. Magazine auch. Danke. Nur die Waffe auf dem Boden. Oh, danke. Sehr großzügig von Ihnen. So, Sie werden sich nicht zu uns umdrehen, ja? Einfach nur Waffe hinlegen, drei zurückgehen und wieder Hände über den Kopf, ja? Okay, mache ich. Gut, dann wird es damit fesseln. Werde ich Ihnen jetzt noch einmal ein Bußgeld aufstellen fürs Plündern, ja? Bußgeld beträgt 15.000. Alpha 1, hier Alpha kommen. Jo, Alpha 1 hört. Seid ihr wieder frei kommen? Negativ. Ja, so verstanden, Alpha Ende. Oder so, sind wir wieder frei. Ich würde das nächste Mal einfach auf eine illegale Waffe zeigen. Alpha Medien App. Ja, Officer, können Sie mir dann da was sagen? Ich finde die Waffen, die auch wirklich so legal sind. Also das Gerät hier, das denke ich mir am besten, ist das, was ich hatte. Naja, das ist so ein Ding und wir haben legal. Ja, aber mit denen kann man doch nicht aus großer Distanz schießen, oder? Na schon, aber was anderes Legales gibt es da ja nicht. Legal ist immer. Das ist ja blöde. Na gut, ich werde mir die Richtlinie mal durchlesen, Officer. Jo, machen Sie gut. Sich eingeschlossen. Fahr mal zum Marktplatz, bitte.
Ali Karabulut. Was? Ali Karabulut. Wie kommst du denn jetzt darauf? Chat. So. Okay. Alpha 1, hier Alpha kommen. Alpha 1, hört. Sobald sie wieder frei sind, begeben sie sich umgehend zum Eisenkupferhändler. Kommen. Sind wir auch dahin? Ja, ja, klar. Wir kommen. Nachdem sie fertig sind, begeben sie sich zusätzlich umgehend zum Eisenkupferhändler. Kommen. Ja, aber im Stand wird ausgeführt. Alpha Ende. Hallo, der ist in die Richtung gegangen, hat nur eine Pistole, ist den Berg hochgerannt. Stehen bleiben! Er hat nur eine Pistole. Nicht töten. Nee, ich hab ihn angeschossen. Jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Geh dahin. Siehst du ihn? Alpha 1, hier Alpha kommen. Guten Alpha Tag, 1, ja. Wir kommen zurück. Ja, haben Sie können sich doch gleich auf Streife begeben, Sie werden hier nicht mehr gebraucht, kommen. Ja, so verstanden. Alpha 1 geht auf Streife. Ja, Alpha 1. Nicht mal eine Kontroverse kann man hier anständig führen. Wieso? Jetzt doch mit mir. Hallo? Jetzt rede doch mit Ihnen, hören Sie mich nicht. Achso. Nee, ich hatte sie erst gar nicht verstanden, tut mir leid. Alles klar. Dann beschweren Sie sich nicht, dass hier keine Konversation geführt werden kann. Nee, ich meine die da drüben, die am Lastwagen da stehen. Ich wollte mit denen nochmal reden, ob ich das Geld jetzt überwiesen habe. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, dann fragen Sie die mal bitte. Hallo. Habe ich Ihnen das Geld gegeben? Ja, ja, hat er. Okay. Ein bisschen mehr als sonst, ne? Ja, genau. Das Doppelte, um sozusagen. Wo haben Sie denn mal einen Ausweis für mich, der? Eigentlich müsste ich einen haben. Warte mal, ich gebe ihn. Da. Wo haben Sie denn? Ihre Hände sind doch gefesselt. Vorname Adolf, Nachname Hitler. Haben Sie das nicht den Ausweis? Im Ausweis? Ja, ich muss doch bei Ihnen rausholen. Hab ich doch gemacht? Ich hatte nur... Ich tue doch die ganze Zeit. Ja, der Herr, Ihre Hände sind gefesselt. Ich habe den Ausweis doch gar nicht bekommen. Ja, Nein. Wo haben Sie den? Dann hole ich mir ihn raus. Ja, dann holen Sie ihn doch raus. Ich hab keine Ahnung. Wo denn? Wo haben Sie den denn? Ich kann nicht spüren jetzt. Naldo lässt halt nur einen Raum. Gegenstände oder Sachen, an denen ich mich verletzen kann? Nein, eigentlich ja nicht, ne? Gut, dann werde ich ja mal reinschauen. Außer mein Schwanz, aber den müssen Sie ja fassen. Gott. Gut, der. Der Herr Naldo lässt. Der Kollege, können Sie das bitte einmal überprüfen? Ja. Hier ist der Ausweis. Mikrofon ja, mach ja mal. Mikrofon activated. Ein normal Raub. Wie fährt sich eigentlich der Müllwagen? Fragen Sie mal. So. Das kann ich Ihnen nicht sagen, müssen Sie die Leute fragen. Die Abfrage hat ergeben, dass der Herr wegen einmal Raub gesucht wird. Mikrofon activated. Oh. Mhm. Ja, das... Entschuldigen Sie, sind wir fertig? Können wir losfahren, oder? Ja, mit Ihnen sind wir fertig. Danke sehr. Okay, vielen Dank. Bitte schön nochmal für das Geld, ne? Kein Problem, immer wieder gerne.
Mein Bußgeld ausgestellt oder nicht? Ja. Okay, 25.000, ne? Ja. Den Raub werden wir Ihnen ein Bußgeld in Höhe von 25.000 ausstellen, ja? Bitte nochmal den Trucker so laut. Mal kurz Output rein. Ich habe gesagt, wir werden Ihnen für den Raub ein Bußgeld in Höhe von 25.000 ausstellen. Muss ich ja nicht dabei haben, dann kann ich ja auch ein Konto haben. Genau. Ah, das ist ja perfekt, das hört sich doch mal anständig an, so wie ich mein, hier die Politik. Einmal bezahlt. So. Darf ich jetzt wieder los? Wieder in den Rucksack rein. So. Ah, was? Warte mal bitte. Mit dem Ausweis wieder in den Rucksack reingesteckt. Ja, das ist super. Das war dann meine Seestasche, aber nicht so schlimm. Können Sie ja nicht wissen. Steck ich kurz um. Will ich noch einen schönen Abend. Ah, ja. Haben Sie eigentlich meine Waffe haben Sie nicht angezogen? Danke. Ja. Okay. Ah. Oh, alles gut, danke. Warte, ich muss noch einmal kurz eine Polizeimeldung schreiben.